Ja, hallo liebe Ameisenfreunde, ich bin's mal wieder, euer Danny, und heute möchte ich euch meine erste Lasius-Niger-Kolonie zeigen und in diesem Video, wie sich innerhalb meiner gekauften Kolonie und wie sie sich entwickelt hat. Meine erste Lasius-Niger-Kolonie hat sich relativ weit entwickelt und ich freue mich darüber, wie sich das alles so in einem halben Jahr entwickelt hat. Ja, halben Jahr, grob gesagt, bisschen mehr. Aber es ist eigentlich sehr viel passiert in meiner Kolonie. Ich habe ein Koloniewachstum, den ich selber eigentlich nicht erhofft habe, dass es so schnell geht. Und ja, meine Kolonie hat sich von damals mit einer Königin und drei Arbeitern mittlerweile so stark entwickelt, dass es eine Kolonie ist, dass diese Anlage, die ihr schon sieht, das Neue ist. Ja. Das soll jetzt momentan halt die Arena sein. Und da hinten ist das alte Nest. Also nochmal, das ist das neue Nest. Das ist jetzt momentan die Arena, wo ich auch Futter dazu gebe. Momentan sind das Futter mit, füttere ich mit Wespen. Ich weiß nicht, wenn man das sieht. Hier vorne das hier. Das sind Wespen. Und hier oben ist Honig. Und das ist das alte Nest. Da sind Reagenzgläser drin und halt auch. Ja, eins mit Zuckerwasser, eins mit Honiglösung. Und ja, das ist halt zum Thema bereit. Und das ist jetzt mein neues Nest. Und bevor ich das Nest hier angebaut hatte, hatte ich da noch diesen Box hier drauf, dran. Das war eigentlich die Arena. Aber weil ich die Arena nicht mehr weiter benutzen möchte und mein Nest für die Lasius Niger eigentlich sehr weit ausbauen möchte und sehr viele Veränderungen vornehmen möchte, werde ich auch dieses ganze, das Drecknest hier hinten und dieses hier auch abbauen und es durch bessere Qualität, bessere Sachen ersetzen. Ich will natürlich mir jetzt keine Fornikarien von Enten Anstor, von Anstor oder Arndt Storen beziehen, sondern ich möchte mir alles natürlich selber machen. Ich sage mal so, selber machen ist das Hobby näher dran, als wenn man sich alles kaufen kann. Ich sag mal so, jeder kann sich das selber kaufen, aber das selber zu machen ist schon eine Nummer für sich. Da man schon sieht, dass sich die Ameisen sich hier relativ gut fortbewegen, was eigentlich noch nicht so viel ist. Und dennoch sieht man, egal wo man hinguckt, überall Ameisen. Zum Beispiel hatte ich hier in diesem Schlauch waren vorhin die ganzen Puppen drin. Das waren meiner Meinung nach an die 1000. Und das ist halt dann die Kolonie, die sich jetzt so ergibt. Sehr viele Ameisen sind zwar noch hier, aber auch sehr viele sind schon mittlerweile im neuen Nest. Da sieht man auch noch so ein paar Puppen. Aber das ist ja nicht das, was ich erklären möchte, sondern ich möchte ja zum neuen Nest kommen. Ich möchte euch ja das neue Nest vorstellen, was ich jetzt gebaut habe. Ja, es hatte halt ein paar Schäden und so und musste sich halt ein bisschen mit Panzertape abkleben. Weil da sind am Anfang ein paar Ameisen rausgekommen, aber das werde ich mit der Zeit halt noch alles bearbeiten und ich glaube, ich werde da mit Heißkleber einmal kurz lang gehen, dass es einfach schön festhält, dann sieht das halt nicht mehr so schön aus, aber es war halt ein Fehler, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut und ja, das ist einfach nur wegen dem Styropor gewesen und diesen Fehler muss ich nächstes Mal beachten, dass ich den besser mache, also dass ich daran denke, dass ich das irgendwie festklebe mit doppelseitigem Klebeband. Und ja, kommen wir jetzt erstmal zu meiner Kolonie. Das ist meine Lasius-Niger-Kolonie mit der ganzen Brut, die sich schon, okay, noch nicht der ganzen Brut, weil es sind nur fast die Puppen, die dich hierhin geschafft haben. Da sind die eine Kammer mit Puppen, da ist die zweite Kammer mit Puppen und hier ist die dritte Kammer mit Puppen. Und in den Gang, ich weiß jetzt nicht, wenn man das jetzt auf der Kamera sieht, ich glaube, ich sehe es. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Hier mitten im Gang sind die ganzen Larven. Und die Eier sind hier noch gar nicht. Und ich vermute auch, weil hier sind dann halt nur noch die Jungkönigin mit bei. Die sieht man dann von der Seite. Ich weiß nicht, wenn die Beleuchtung. Vielleicht mache ich mal. Ah, jetzt kann ich selber gerade nicht die Beleuchtung anmachen. Und ja, vielleicht sieht man die. Vielleicht sieht man die auch nicht. Die müssten jetzt hier. Hier ist eine. Hier müsste eine sein. Und die andere befindet sich. Ich muss gerade selber mal gucken. Und die andere befindet sich hier unten. Ja, wo ist jetzt mein Finger? Da.
Und die andere befindet sich da unten und ich glaube, die sieht man jetzt ganz gut. Ja, das Licht, das reflektiert ein bisschen. Und ja, das ist jetzt hier meine Lasius-Niger-Kolonie. Und man sieht ja selber, da ist sehr viel los. Brut ohne Ende. Ich schätze an die 2000 an Brut. Also 1000 an die, bis zu, an die 2000 an Brut. Weil ich noch nicht weiß ganz genau, wie viel das ist. Und ihr seht ja selber, die Kammern sind sehr tief. Und die Kammern sind schon eigentlich sehr gut gefüllt. Da sieht man nur noch so ein paar kleine Flächen, wo ein bisschen kahl ist. Aber diese Brutflächen, die sind relativ hochgetürmt. Da sieht man schon die Unterschiede zwischen den hohen und den tiefen Punkten. Und ja, die Gänge werden auch sehr gut benutzt. Außer diese Kammer und diese Kammer, die werden noch nicht genutzt. Aber ich hoffe, dass sie auch mit der Zeit mitgenutzt werden. Aber so groß ist ja noch die Kolonie nicht. Und da ist es jetzt nur noch die Frage der Zeit, bis die auch diese Kammer nutzen werden. Ja, zum Nest. Ich habe ja die Tutorials mit den Nestern, wie ich das Gipsnest gebaut habe. Hier ist jetzt zum Beispiel, hier ist der Wassertank. Ich habe das jetzt einmal bewässert, darum werde ich das jetzt nicht nochmal bewässern, weil ich muss das erst wahrscheinlich erst in einer Woche nochmal bewässern. Und es wäre dann einfach sinnlos, das nochmal zu bewässern. Ich könnte damit auch die Kolonie damit verschrecken und dass die wieder aus dem Nest rausgehen. Und das möchte ich halt nicht. Und weil das dann ein bisschen zu viel an Feuchtigkeit darin wird. Feucht ist das so oder so noch. Wenn ich drüber gehe mit den Fingern, merkt man die Feuchtigkeit. Also ist das dann noch reichlich an Feuchtigkeit. Immer wenn ihr ein Gipsnetz benutzt, solltet ihr mal mit dem Finger einfach mal drüber gehen. Dann merkt ihr, ist da genug Feuchtigkeit oder muss man ein bisschen Feuchtigkeit nachgeben. Das ist ja mein erstes Lasius Niger Nest. Ich habe ja auch ein Nest für wie heißen die nochmal? Für die Knotenameisen gemacht. Ich glaube, Marcian Rubida. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Die habe ich auch noch nicht lange. Also die habe ich nicht lange. Und da musste ich mich noch ein bisschen schlau machen. Und ja, da habe ich sehr viel an Verlusten tragen müssen. Und ja, wollen wir uns mal nicht von den Lasius Nigern entfernen. Bleiben wir mal weiterhin bei den Lasius Nigern. Und ja, ich finde das einfach interessant, wie sich das in diesem einen Winter entwickelt hat. Meine Ameisen haben ja, also meine Queen hat ja jetzt überwintert. Und ja, ich glaube, in diesem Jahr werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Königinnen schlüpfen. Aber sollte es noch der Fall sein, werde ich wahrscheinlich für kleines Geld die Königin verkaufen. Und ich glaube, eine einzelne Königin könnt ihr euch bei mir erwerben für 2 Euro oder in dem Sinne. Und dann halt noch die Versandkosten müsst ihr übernehmen. Und ja, ansonsten werde ich die für 2 Euro verkaufen, wenn noch sehr viel an Königinnen dazukommen werden, weil Lasius Niger Kolonie besitze ich schon mittlerweile mehrere. Ich habe jetzt mittlerweile auch ja, an meinen Nachbarn jetzt 2 Stück verschenkt, weil er eine kleine Begeisterung an Ameisen hat. Und ja, ich hoffe, es wird sich auch schön entwickeln, was die Kolonie angeht. Und ja, das ist jetzt unsere meine Lasius Niger Kolonie. Und ich weiß nicht mehr, was ich wirklich noch sagen soll dazu. Ich freue mich darüber einfach nur, wie sich das entwickelt hat. Ich wusste selber noch nicht mal, dass es so viel am Brut ist, weil ich habe ich habe ja meine alte Arena, die da vorne, da, wann die größer wurden, habe ich Dreck reingemacht und es einfach als größeres Nest für die Ameisen angeboten. Aber ich möchte das jetzt komplett ausbauen. Also, was heißt ausbauen? Ich möchte es komplett von der Anlage abhaben und es durch eine andere Arena ersetzen. Und ja, dazu muss ich nochmal zum Baumarkt und ja, einkaufen. Aber ich finde es einfach nur schön, wie sich das alles so entwickelt. Ich hätte selber einfach nicht gedacht, wie das alles so ist. Ja, dann wollen wir mal das Video jetzt heute nicht zu lang machen. Das ist halt meine kleine Lasius Niger Kolonie. Und sollten noch in diesem Jahr Königinnen schlüpfen, dann würde ich habe ich hier auch noch mittlerweile 2 Königinnen. 2 Königinnen. Ich weiß noch nicht, wenn das jetzt gesamt alle sind, weil ich habe da schon in diesem Jahr sehr viele rausgenommen. Und ich möchte jetzt auch in Zukunft ein paar verkaufen und ich möchte jetzt keinen Gewinn daraus tragen, aber ich habe dann zu viele Königinnen und ich möchte die dann irgendwie doch in einen anderen Besitzer angeben. Und
weil das Beherbergen von zu vielen Lasis-Niger-Kolonien kann ich nicht weitermachen, weil ich mir sämtlich noch andere Arten zulegen möchte. Ich möchte mir zum Beispiel die Blattschneiderameisen zulegen und ja, dazu werde ich noch einmal in einem anderen Video dazu kommen und euch erzählen, was ich mir noch für Arten zulegen möchte. Das war's, ich verabschiede mich und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, euer Danny, ciao!